Skifahren kann jeder, aber mit diesen Ski macht es viel mehr Spass. Wir sind hier in Bergün, im Kurhaus. Dort habe ich meine Nostalgie-Ski-Ausstellung. Aber gehen wir am besten gleich rein schauen. Zum Ski-Hobby-Ski-Sammeln bin ich drauf gekommen, durch einen Nostalgie-Ski-Tag, den ich dort noch habe. Und da ist mir ein bisschen der Gewunger in die Nase gestochen. Woher haben die Ski? Seit wann gibt es die Ski? Und also bin ich ganz langsam reingekommen, bis es mich richtig gepackt hat und ich fast nie mehr durch kann, ohne zu schauen, wenn ich etwas höre. Und so ist meine Sammlung immer am Wachsen. Sie ist noch nicht fertig. Also, Ski bedeutet mir ja Spass. Man hat viel erlebt. Als Kind hat man Ski gehabt, wo man ist bleiben kleben. Und Skifahren ist immer etwas, das draußen stattfindet, wo man Leute lernt kennen. Das ist der Klappski, Patent Scharner, 1934. Geniale Erfindung. Wir konnten den Ski zusammenlegen. Das ist absolut mein Lieblingsski, weil das habe ich nie mehr gefunden. Und das gibt es auch nie mehr. Ich sammle nicht jeden Ski. Es gibt viele, die sagen, nein, danke, den habe ich schon. Das bringt es mir ja nicht, weil ich keinen Platz habe. Ich habe keinen Platz und ein Sammler mit der Zeit sammelt wirklich nur die Raritäten. Anhand der Bindungen siehst du natürlich schon, was ein wertvoller Ski ist und was ein weniger ein wertvoller Ski ist. Es hat natürlich die Ski dabei, die kosten gleich viel wie eine neue Ski, die ihr heute kaufen könnt. Die sind 1200 Franken mit Stück. Aber das sind dann wirklich ganz seltene Exemplare. Wenn ich alle zusammen tue, dann komme ich so also 40.000, 50.000 Franken wird ich im Keller haben mit allen Utensilien, nebst den Ski, die ich noch dazu habe. Die Ausstellung kann man auch mieten und mit der Nostalgie-Ski kann man auch fahren. Meldet euch einfach!